Waffe? Privat trage ich in der Regel keine Waffen. Ich stehe auch gar nicht auf Waffen. Ich finde Waffen echt schlimm. Als Schauspieler hatten wir Schießunterricht also dort, wo die Polizisten sozusagen ihr Schießtraining haben. Und das war ganz lustig am Anfang, solange man so eine Laserpistole in der Hand hat und so Luftballons abschießt. Aber in dem Augenblick, wo ich diese richtige Waffe in der Hand hatte, du hattest ja dann auch eine in der Hand, muss ich sagen, habe ich nur, obwohl ich ein extrem guter Schütze bin, also ich habe euch nicht erschossen, aber ich war besser als ihr. Aber als ich diese Waffe in der Hand hatte, war es mir, ich weiß nicht, wie ich das erklären kann, es gibt da so Leute, die sagen, es ist geil, so eine Waffe abzuschießen, aber wo ich diese Waffe diese scharfe Waffe mit der rechten Munition und da geschossen habe, nach 4 Schuss hatte ich keine Lust mehr. Ich fand es total aufregend zu schießen, also irgendwie auch so euphorisierend und dachte, es ist super, dass man nicht so einfach an Waffen ran kann, weil das ist eben, ich habe noch nie etwas erlebt, was mit dieser Geschwindigkeit zu tun hat. Also das ist ja eine Geschwindigkeit, die man überhaupt nicht verantworten kann, weil sobald man selber den Schuss hört, hat er schon wo getroffen. Also es ist etwas, was man gar nicht tragen kann. Und deswegen dachte ich, es ist super, dass Waffen nicht einfach zugänglich sind, weil das ist eine Verantwortung, die man wirklich kaum abschätzen kann. Das ist so lustig, ey. Ich lache mich schlapp, ey. Besondere Begegnungen. Erzähl mal von einer besonderen Begegnung. Also bei dem Dreh Sonnenwende, da bin ich einem Pferd begegnet. Man stand so ein bisschen länger miteinander rum und das Pferd und ich, und man atmete so freundlich im Gleichklang und das war irgendwie schön. Und dann später hatten wir ja noch die Szene gedreht, wo wir diese Verfolgungsjagd im Wald, ja? Und dem sind wir hinterher gerannt und da endete das auf dieser Pferdekoppel, weil wir da alle stecken blieben. Und da hat das Pferd wieder getroffen. Und da bin ich dem Pferd wieder begegnet und das stand weiterhin ganz ruhig, nur haben wir da nicht im Gleichklang geatmet. Ich war da ein bisschen außer Atem. Ich hatte mit der Flasche großgezogen. Da lässt uns keiner auf sich drauf. Das finde ich sehr romantisch. Habt ihr noch Kontakt? Nee. Ich habe versprochen zu schreiben, aber dann habe ich nicht geschrieben. Es ist meine Schuld. Ich bin auch sicher, dass das Pferd auf der Koppel total geprahlt hat, dass es dich kennt und dass ihr echt eng seid und so und du bald schreiben würdest und die anderen Pferde lachen dir jetzt aus. Frag mich mal was.